Tierlist 2.0, es ist wieder Zeit für ein Ranking. Diesmal alle französischen Fahrer, die in diesem Jahrtausend in der Formel 1 an den Start gegangen sind. Ich biete euch zusätzlich aber noch Informationen zu all diesen Fahrern an. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir fangen an mit Jean Alesi, der ist ja noch 2000 und 2001 in der Formel 1 gestartet, gehört also hier in diese Tierlist auf jeden Fall mit rein. Aber seine Karriere hat schon 1989 begonnen, nämlich beim Tyrrell-Team. Auch eine lustige Story, Ken Tyrrell, der Teambesitzer, hat damals in der Saison 89 einen Sponsordeal mit Camel, dem Zigarettenhersteller, geschlossen, musste dann aber seinen Fahrer Alboreto mitten in der Saison feuern, weil der war von Marlboro gesponsert. Und dann musste man sich einen neuen Fahrer suchen, hat einfach in die damalige Formel 3000 geschaut, wer führt da gerade das Tableau an, und das war Jean Alesi. So schnell geht es dann, 1989. Dann direkt das Formel 1 Debüt. Erster Grand Prix, direkt der vierte Platz, und das in einem Team, was eigentlich jetzt auch kein absolutes Top-Team war. Das war richtig beeindruckend. Und 1990 war er dann schon der Teamleader bei Tyrrell. 1991 wechselte er dann zu Ferrari, und ich wusste gar nicht, ich habe das erst gerade bei der Recherche herausgefunden, aber Jean Alesi war sehr, sehr beliebt bei den Ferrari-Fans, bei den Tifosi, vor allem aufgrund seiner ja sehr emotionalen Art und auch seiner ja sehr aggressiven Fahrtweise. Er hat da die Tifosi so ein bisschen erinnert an den legendären Gilles Villeneuve. Auch natürlich er mit der 27 damals an den Start gegangen, auch genauso wie Gilles Villeneuve. Und das ist tatsächlich neu für mich gewesen, Jean Alesi hat italienische Wurzeln und heißt gar nicht Jean Alesi, das ist eigentlich nur ein Spitzname. Sein richtiger Name lautet auch Giovanni. Was auch sehr krass war, ich blende es euch gerade mal ein, war die Fahrweise von Jean Alesi. Er hat das Lenkrad immer ganz, ganz komisch, ziemlich weit oben gehalten. Selbst seine Kollegen damals in der Formel 1, die haben sich da nur am Kopf gekratzt und gefragt, wie kann der Kollege hier eigentlich das Auto bewegen. Jean Alesi selber wusste es, glaube ich, auch nicht. Sehr, sehr verrückt, aber natürlich auch sehr, sehr einzigartig, deswegen vielleicht auch nochmal besonders beliebt bei den Ferrari-Fans, aber auch generell bei den Formel-1-Fans. Richtig erfolgreich war die Zeit bei Ferrari aber auch nicht. Ich habe euch hier gerade mal die Statistiken eingeblendet. In der gesamten Karriere natürlich von Jean Alesi nur ein Sieg. Der kam dann 1995 im Ferrari beim Grand Prix von Kanada zufällig an seinem 31. Geburtstag zustande. Er hatte sehr viele Podiumsplätze, das muss man ihm schon lassen. Aber trotzdem, zu den ganz großen Erfolgen hat es in der Formel 1 nicht gereicht. Deswegen, wenn man sich jetzt hier mal die Tierlist anschaut, wo möchte ich ihn ranken? Kategorie S, das kommt gar nicht in Frage. Da kommen nur für mich absolute Formel 1-Legenden rein. Wie zum Beispiel ein Alain Prost, der französische viermalige Weltmeister. Der ist hier natürlich außerhalb der Wertung. Aber auch Kategorie A finde ich ein bisschen zu krass für Jean Alesi, weil dafür ist mir ein Saisonsieg oder ein Grand Prix-Sieg insgesamt in der Karriere dann doch ein bisschen zu wenig. Er ist ja noch ein paar Saisons auch bei Benetton gefahren. Dort hatte er Gerhard Berger als Kollegen, der hat es auch dort mal zu einem Sieg geschafft. Ich denke, Gerhard Berger generell war schon der bessere Fahrer, auch in der gemeinsamen Zeit von Jean Alesi und Gerhard Berger, deswegen da so ein guter Vergleichswert. Deswegen Jean Alesi, trotzdem tolle Karriere, ein Gesicht der 90er in der Formel 1 auf jeden Fall. Und deswegen Kategorie B ist natürlich auch immer noch ein sehr, sehr gutes Tier für Jean Alesi, hier den ersten französischen Fahrer in dieser Liste. Wir machen weiter mit Olivier Panis, und da müsste man tatsächlich sagen, wenn Jean Alesi so der aggressive Fahrer war, dann war Olivier Panis eher der defensive, konstante Fahrer, der aber trotzdem natürlich regelmäßig gute Leistungen gezeigt hat. 1994 ging es los im französischen Team Ligier, und er hat es da auch es geschafft, in einem Jahr eigentlich eher nur mittelmäßigen Autos eigentlich regelmäßig Podiumsplätze zu holen. Das Highlight, das war aber natürlich 1996 der Monaco Grand Prix, dieser verrückte Grand Prix, wo überhaupt, glaube ich, nur überhaupt 4 Autos ins Ziel gekommen sind, oder ich glaube, es waren sogar nur 3 Autos, aber 4 gingen dann in die Gesamtwertung ein. Verrückt, aber natürlich der defensive, konstante Olivier Panis, der hat das Auto ins Ziel gebracht, und zwar als erster. Er musste dann noch David Coulthard hinter sich halten, aber trotzdem, das war natürlich eine Sensation in der Formel 1 damals, dieser Sieg. Ich fand tatsächlich auch hier in der Recherche noch ein bisschen sensationeller tatsächlich den Fakt, dass 1997 Olivier Panis nach 6 Rennen auf Platz 3 der Gesamtwertung lag, insgesamt auch in dieser Saison in den ersten Rennen schon 2 Podiumsplätze geholt hat und dann aber leider sich beim Grand Prix von Kanada dann ja eine sehr, sehr schwere Verletzung zuzog, Beine gebrochen hat.
nachdem er ja in den Reifenstapel gefahren ist. Das weiß ich noch ganz genau. Aber dass er damals so gut in der WM lag, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Also ich finde wirklich, Oliver Panis, wenn man sich so die Statistiken anguckt, ich habe sie euch hier natürlich auch mal wieder eingeblendet, schon ein bisschen unterschätzt, weil er war halt nicht immer in den Top-Autos unterwegs. Trotzdem echt immer gute Ergebnisse eingefahren, aber man muss auch sagen, nach dem Unfall 1997, da kam er nicht mehr so richtig in die Spur. Das ist natürlich jetzt arg übertrieben gesagt. Er hatte trotzdem noch eine lange Karriere. Insgesamt dann noch bis 2004 gefahren, unter anderem dann auch noch bei Toyota oder bei BAR. 2000, da hatte er leider keinen Platz in der Formel 1 gefunden. Und ein Fakt, den muss man auch einfach sagen, nach dem Crash 1997 gab es nicht mal einen Podiumsplatz mehr. Also alle diese 5 Podiumsplätze, die waren vor dem Crash. Von daher kann man sagen, ja, vielleicht ein bisschen blöd gelaufen, die Karriere. So eine Verletzung, das ist halt manchmal bitter. Da kann man sich vielleicht nicht immer hundertprozentig erholen. Deswegen sage ich aber auch, Kategorie B ist, denke ich, auch für Olivier Panis auf jeden Fall verdient. Ich denke, er und Jean Alesi, auch wenn sie sehr verschiedene Fahrer vom Fahrstil waren, waren sie dann doch vom Talent sehr, sehr ähnlich unterwegs. Nicht vergessen natürlich dieser legendäre Sieg 1996, also auch was die Siegeanzahl in der Formel 1 angeht, sind sie auf einer Höhe. Deswegen natürlich packe ich Olivier Panis auch in die Kategorie B. Man sieht sich auch einfach an, es war dann trotzdem von 1994 bis 2004 eine wirklich lange Karriere. Dann kommt ein Fahrer, da musste ich wirklich sagen bei der Recherche, hä, wer ist das? Ich kannte diesen Fahrer gar nicht, hatte ihn wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Insgesamt immerhin 7 Grand Prix gefahren, nämlich Franck Montagny. Der ist bei Super Aguri 2006 an den Start gegangen, nachdem sich Yuji Ide tatsächlich aus der Formel 1 verabschieden musste, weil er die Superlizenz entzogen bekommen hat, wegen zu vieler Crashes. Ist eine andere Geschichte. Franck Montagny ist dann eingesprungen, hat es gar nicht mal so schlecht gemacht, muss man hier tatsächlich sagen. Sein Teamkollege war der ja eigentlich schon ein bisschen legendäre Takuma Sato. Er war da manchmal sogar auf Augenhöhe unterwegs, hat dann nach dem ersten Rennen nochmal 6 weitere Rennen fahren dürfen, aber insgesamt hat es dann nicht gereicht. Er wurde dann noch während der Saison auch wieder abgelöst. Also hier muss man tatsächlich sagen, wenn es um eine reine Formel 1 Tierlist geht, dann muss ich Franck Montagny in die Kategorie D packen. Das ist natürlich nicht sehr erfolgreich gewesen. Aber ein Fun Fact habe ich natürlich auch bei ihm parat. Er war 2005 der dritte Fahrer, der Ersatzfahrer bei Renault. Und die sind in diesem Jahr 2005 ja immerhin Konstrukteursweltmeister geworden. Den nächsten Fahrer, da konnte ich mich natürlich wieder besser dran erinnern, nämlich Sebastian Bourdais. Der ist 2008 in die Formel 1 gekommen als Teamkollege von Sebastian Vettel. Und das muss man hier auch tatsächlich sagen, das ist ihm vielleicht dann ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil Sebastian Vettel, der ist natürlich eingeschlagen wie eine Rakete in der Formel 1. 2008 war die Saison, in der Sebastian Vettel beispielsweise seinen ersten Sieg in Monza geholt hat, im Toro Rosso, im Regen von Monza. Geile Story, habe ich in einem anderen Video natürlich auch schon gerecapped. Aber Sebastian Bourdais, der fuhr natürlich so ein bisschen im Schatten von Sebastian Vettel, seinem Namensvetter aus Deutschland. Aber Sebastian Bourdais war wirklich kein schlechter. Auch er hat immerhin mal Punkte geholt, war 7-mal in den Top 10. Das war alles nicht so schlecht. Auch in Monza beispielsweise, da lag er eigentlich auch gar nicht so schlecht im Rennen, ist dann aber ausgeschieden. Also er war nicht so weit weg, würde ich sagen, von Sebastian Vettel. Allerdings die richtig fetten Punkte, die hat natürlich Sebastian Vettel geholt. Und das muss man auch Sebastian Bourdais dann im Endeffekt ankreiden. Er hat es dann nicht geschafft, sich langfristig in der Formel 1 zu etablieren. 2009 durfte er dann noch eine halbe Saison fahren. Aber dann hat man sich von ihm getrennt, weil, Zitat, die Leistungen nicht zufriedenstellend waren, Zitat Ende. Das sagt alles. Aber ich möchte tatsächlich nicht sagen, dass Sebastian Bourdais jetzt absolut einer der Flop-Fahrer in der Formel 1-Geschichte war. Da war schon ein bisschen Talent drin, deswegen packe ich ihn in die Kategorie C. Und ein Argument dafür war auch beispielsweise der Fakt, dass er bei seinem allerersten Rennen 2008 in Australien lange, lange Zeit auf dem 2. Platz gefahren ist. Er ist dann auch auf Platz 4 liegend, 2 Runden vor Ende noch ausgeschieden mit einem Motorschaden. Ich glaube, er ist sogar noch in die Punkte gekommen, weil er das Auto noch irgendwie ins Ziel bringen konnte. Aber was wäre, wenn vielleicht er hier tatsächlich schon dieses Erfolgserlebnis gehabt hätte? Vielleicht wäre die Karriere von Sebastian Bourdais in der Formel 1 ja richtig erfolgreich gewesen. Man wird es leider nie wissen. Dann kommen wir zu Romain Grosjean, genau diesem Romain Grosjean. Nein, natürlich nicht diesem, sondern diesem Romain Grosjean.
Witziger Fun Fact gleich zu Beginn, das wusste ich auch nicht. Er hat 2014 in einem Musikvideo von David Guetta mitgespielt. Das Video habe ich mir gerade reingezogen. Es ist echt so schlecht gemacht, aber andere Story. Romain Grosjean ist 2009 in die Formel 1 reingekommen, nämlich schon bei Renault als Teamkollege von Fernando Alonso, nachdem Nelson Piquet bei Renault gefeuert worden ist. Ihr wisst als Formel 1-Fan sicherlich, warum Nelson Piquet damals gefeuert worden ist. Nämlich natürlich aufgrund des Singapur-Skandal Crashgate. Natürlich auch hier wieder eine andere Story, aber das war der Beginn für Romain Grosjeans Karriere. Nur kurz, denn 2010 bis 2011 wurde er dann wieder sozusagen aus der Formel 1 entfernt. Die Leistungen waren erstmal nicht so gut, aber 2012 hat er nochmal eine Chance bekommen. Im gleichen Team, die hießen dann zwar Lotus, und ich muss echt sagen, da ging er dann richtig ab. Teamkollege Kimi Räikkönen, der war natürlich nochmal eine Schippe besser, aber Romain Grosjean war echt nicht schlecht, hat hier in dieser Saison schon einige Podestplätze holen können und hat eine richtig, richtig gute Pace gezeigt. Aber, und das muss man hier auch schon mit ganz, ganz großen Ausrufezeichen sagen, er war damals aber auch wirklich das Crashkit der Formel 1. Er hatte so viele Vorfälle, so viele Crashes in dieser Saison. Und der Höhepunkt oder der Tiefpunkt, muss man hier eigentlich sagen, war dann auch Spa 2012, als er wieder eine krasse Kollision dann tatsächlich anrichtete. Da war wirklich auch viel Glück dabei, dass sich hier keiner schwerer verletzt hat. Und dann hat auch die FIA die Nase voll gehabt und ihn für zwei Rennen damals tatsächlich aus der WM genommen. Das war also wirklich, ist glaube ich schon mal passiert, aber ist nicht so oft passiert in der Formel 1 und war dann nochmal ein deutliches Zeichen in Richtung Romain Grosjean, Junge, halt dich mal zurück. Dann natürlich in den späteren Jahren ist es ein bisschen besser geworden, aber so ganz hat er dieses Image natürlich irgendwie nicht von sich bringen können. Er hatte dann immer mal wieder Crashes drin dann in seiner Karriere. Vor allem dann auch in den Zeiten bei Haas, unvergessen beispielsweise natürlich dieser Crash in Baku. Ich glaube, das war 2017, als er tatsächlich während der Safety Car Phase ohne Fremdverschulden in die Mauer gekracht ist. I think Ericsson hit us war hier damals natürlich der lustige Spruch seines Renningenieurs. Es hat natürlich nicht gestimmt, es war voll der Fehler von Romain Grosjean. Auch natürlich, aber da war er tatsächlich eher unschuldig. Dieser schlimme Crash 2020 in Bahrain, was auch tatsächlich dann sein letztes Rennen war, einfach krass, dass das letzte Mal, in dem Romain Grosjean wirklich in einem Formel-1-Auto saß, dieser Moment war, als er da in diesem Feuerball saß. Schreckliche Bilder, da ist er zum Glück gut rausgekommen. Aber wenn wir uns jetzt wirklich nochmal die Karrierestatistiken anguckt, das sieht nicht so schlecht aus. Ich habe es irgendwie schlechter erwartet bei Romain Grosjean. Das liegt vor allem natürlich an diesen Lotus-Zeiten. Da hat er echt gut performt. Und da hat man auch gedacht, das ist vielleicht einer, der doch nochmal irgendwie auch mal einen Sieg rausfahren kann. Ich denke, das war schon so ein kleiner Karriereknick, dass er dann zu Haas gewechselt ist für die Saison 2016. Allerdings auch bei Lotus 2015 ging es natürlich schon rapide bergab. Das Team war damals nicht mehr so gut, als es vielleicht am Anfang auch noch gerade mit den Zeiten Fernando Alonso, Kimi Räikkönen dann war. Und bei Haas natürlich, da kam der ganz große Durchbruch nicht mehr. Er hat aber trotzdem das Team aufgebaut. Man darf das nicht vergessen. Haas ist immer noch bisher das neueste Team in der Formel 1 und sie halten sich wacker in der Formel 1. Und Romain Grosjean, der hat da natürlich immer mal wieder auch ein paar gute Ergebnisse geliefert. P4, P5, das war schon immer mal wieder drin. Deswegen, ich finde, Romain Grosjean ist ein bisschen unterschätzt. So schlecht war er nicht. Er war manchmal natürlich Potenzial für Memes in der Formel 1, aber trotzdem, ich würde tatsächlich sagen, Kategorie C, nein, das wäre zu hart. Mit dieser langen Karriere und mit diesen Erfolgen will ich ihn nicht in ein Tier packen mit Sebastian Bourdais, sondern ich packe ihn, auch wenn es nicht zum Rennsieg gereicht hat, trotzdem in die Kategorie B, wo jetzt auch schon Alesi und Panis auf ihn warten. Aber ich finde doch, dass das sehr, sehr verdient ist. Der nächste Fahrer ist wieder ein Red Bull Junior, Jean-Éric Vergne, 2012 bis 2014 für Toro Rosso, das Schwesterteam von Red Bull, an den Start gegangen. 58 Grand Prix, immer mal wieder Punkte geholt. In der ersten Saison auch beispielsweise Daniel Ricciardo geschlagen, der eigentlich schon ein bisschen mehr Formel 1 Erfahrung hatte. Nicht viel mehr, aber immerhin. Aber Daniel Ricciardo geschlagen ist erstmal ein Pluspunkt. 2013 sah es dann schon anders aus. Da hatte Ricciardo dann bei Toro Rosso eher mehr Punkte. 2014 ganz, ganz bitter. Da hat auch Jean-Éric Vergne wieder seinen Teamkollegen dominiert. Deutlich mehr Punkte geholt damals als Daniel Kwiat. Aber wer hat 2015 dann das freie Red Bull Cockpit bekommen? Es war Daniel Kwiat und damit auch das Ende von Jean-Éric Vergne in der Formel 1. Man hat ihm das damals irgendwie nicht zugetraut und ich
kann das sogar ein bisschen verstehen. Er war damals schon ein bisschen älter als jetzt beispielsweise Kvyat. Das richtige Talent, das hat er einfach nicht gezeigt. Gut, jetzt kann man sagen, Kvyat war jetzt auch nicht wirklich der beste Griff für Red Bull, der Torpedo der Formel 1. Jean-Éric Vergne, der hätte es sicherlich auch nicht schlechter gemacht. Man muss schon sagen, es ist ein bisschen bitter gelaufen für den Franzosen. Und deswegen Kategorie D finde ich auch mit seinem Talent, das wäre zu übertrieben. Kategorie C muss ich dann aber schon sagen, auch mit seinem Red Bull Junior Kollegen Sebastian Bourdais in eine Kategorie, das passt schon für mich. Und hier natürlich auch ein Fakt für euch, Jean-Éric Vergne ist 2014 an den Start gegangen, der ersten Saison, wo es persönliche Startnummern gab. Er hat sich für die 25 entschieden, weil diese 25 schon sehr, sehr legendär war. Bei dem Team Ligier, dem französischen Team, das auch immer sehr viele französische Fahrer hatte. Warum das so ist, das könnt ihr euch natürlich in meinem Startnummern-Video angucken. Das habe ich euch jetzt hier auf dem i verlinkt. Gerne natürlich auch ein Like für dieses Video da lassen, das hilft diesem Kanal sehr. Wir machen jetzt weiter mit Charles Pic. Da kann ich direkt sagen, wo ich ihn in reinpacke. Ihr seht es schon an den Statistiken. Er muss für mich in die Kategorie D. Natürlich, er ist bei Hinterbänkler-Teams gefahren. Da ging jetzt auch nicht viel bei Marussia, beziehungsweise dann bei Caterham eine Saison später. Trotzdem, er hat da jetzt auch nicht wirklich Bäume ausgerissen mit seinen durchschnittlichen Teamkollegen. Konnte er manchmal nicht mithalten, trotz alledem. Aber ein Fact habe ich natürlich auch hier für euch. In seinem allerersten GP2-Rennen, also der damaligen Formel 2, hat er sich direkt einen Sieg geholt. Also in den Juniorenkategorien war er nicht so schlecht. Der nächste Fahrer, dessen Formel 1-Karriere war natürlich viel zu kurz. Jules Bianchi ist jetzt der nächste. 34 Grand Prix und einmal in die Top 10 gefahren, aber dieser Moment war auch einer der legendären Momente in der Formel 1. Grand Prix von Monaco 2014 im völlig unterlegenen Marussia holt Jules Bianchi sensationell P9, 2 Punkte für das Team, die einzigen Punkte für das Team ever. Und man muss auch tatsächlich sagen, die waren wirklich sehr, sehr verdient. Er hat da ein richtig gutes Wochenende gezeigt. Auf der Fahrerstrecke in Monaco tolle Überholmanöver gezeigt. Also richtig, richtig gekämpft für diese Punkte. Er hatte sogar noch eine Strafe. Er ist eigentlich auf P8 ins Ziel gekommen. Mit der Strafe wurde er dann auf P9 gewertet. Und was ich da auch wirklich nicht vergessen habe, ist, dass das ganze Team ausgerastet ist, schon beim Boxenfunk, natürlich später an der Party. Aber er ist so cool geblieben, er war immer sehr, sehr bescheiden, Jules Bianchi. Deswegen umso bitterer natürlich, was dann 2014 passiert ist. 2015 ist er dann leider von uns gegangen. Wo ranke ich jetzt diesen sehr, sehr talentierten Fahrer, Jules Bianchi? Er hatte ja einen Vorvertrag natürlich bei Ferrari unterschrieben, war dann auch für die Saison 2015 dann eigentlich schon bei Sauber bestätigt. Zumindest war das intern alles schon geregelt. Es hätte wirklich eine gute Karriere werden können für Jules Bianchi. Vom Talent war er einer der besten französischen Fahrer, das muss man einfach so sagen. Deswegen packe ich ihn auch in die Kategorie B. Mit den Fahrern, die natürlich dann eine lange Karriere hatten, aber jetzt nicht so mit als Supertalent galten. Jules Bianchi, der galt schon als sehr, sehr gutes Talent. Deswegen hat er sich Kategorie B hier auf jeden Fall verdient. Willkommen zum ersten Fahrer, der immer noch in der Formel 1 aktiv ist. Esteban Ocon, 2016 die erste Saison, eine halbe Saison immerhin, dann in der Formel 1 am Start gewesen. Nämlich bei Manor, da wo Rio Haryanto damals gekickt. Er war dann der Teamkollege von Pascal Wehrlein. Und man muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass Esteban Ocon damals, glaube ich, sogar noch ein Teenager war, hat er Pascal Wehrlein schon so ein bisschen alt aussehen lassen. Das war damals so ein bisschen dann natürlich auch der Untergang von Pascal Wehrlein. Für Esteban Ocon war es dann natürlich aber der Aufstieg. 2017 dann bei Force India Platz gefunden. Und hier muss man auch sagen, das zieht sich so durch die Karriere, geriet er ja dann auch immer mal wieder mit seinem Teamkollegen Sergio Perez zusammen. Die haben sich nicht so richtig gemocht. Und das, wie gesagt, zieht sich durch die Karriere, dass er immer so ein bisschen mit seinen Teamkollegen aneinander geraten ist. Bestes Beispiel ist hier natürlich auch noch Fernando Alonso. Die zwei sind sich auch nicht so grün. Spricht aber auch wiederum natürlich für Esteban Ocon, dass er seine Teamkollegen, die ja durchaus auch hier Talent zeigen konnten, durchaus auch challengen konnte. Also Esteban Ocon, von der reinen Speed ist er schon guter. Aber im Endeffekt hatte ich dann trotzdem das Gefühl, dass seine Teamkollegen dann doch besser waren. Sergio Perez bei Force India Zeiten, Daniel Ricciardo auch bei gemeinsamen Renault Zeiten. Fernando Alonso, den hat er immerhin mal nach Punkten geschlagen. Aber ich glaube auch, dass Fernando Alonso natürlich auch immer mal wieder Pech in dieser gemeinsamen Saison hatte. Und jetzt Pierre Gasly, da ist er auch tatsächlich jetzt erstmal dahinter gelegen. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Karriere. Also für ganz oben reicht es, glaube ich, bei Esteban Ocon nicht. Trotzdem sehr, sehr solide Fahrer.
Und hier steht natürlich auch eine 1 bei Grand Prix-Siege, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Ungaroring 2021, das war ein Chaosrennen schlechthin, aber trotzdem, er ist cool geblieben, hat da auch Sebastian Vettel hinter sich gelassen und hat sich dann diesen ersten Karrieresieg geholt. Das hat er sich auch verdient, habe ich ihm damals gegönnt. Aber trotzdem, wir packen ihn jetzt in die Kategorie B. Da gehört er auch hin, finde ich, mit den anderen einmaligen Grand Prix-Siegern Alesi und Panis. Mehr Talent sehe ich dann einfach tatsächlich nicht bei ihm. Ein Fact habe ich natürlich auch hier mitgebracht. Esteban Ocons Manager ist immer noch Toto Wolff. Das wissen ja auch viele nicht, dass Esteban Ocon beispielsweise ja nochmal ein Mercedes Junior war in seinen Anfangszeiten. Seit 2019 ist er zwar nicht mehr bei Mercedes als Juniorfahrer sozusagen verbandelt, aber Toto Wolff ist immer noch sein Manager. Und wir kommen zu Pierre Gasly, dem Fahrer, der natürlich auch jetzt noch in der Formel 1 aktiv ist. 2017 war seine erste Saison bei Toro Rosso. Da ist er richtig eingeschlagen, hat schon echt für Furore gesorgt. Beispielsweise unvergessen für mich auch 2018, erstes Saisonrennen in Bahrain, direkt mal den 4. Platz geschnappt in einem ja eher Mittelfeldauto Toro Rosso. Da hat er wirklich für Furore gesorgt und dann ist er ja auch 2019 schon zu Red Bull gewandert. Und das war natürlich ein krasser Knick in der Karriere von Pierre Gasly. Dann ging es erstmal bergab, denn bei Red Bull, da konnte er gar nicht performen, wurde nach einer halben Saison schon gekickt. Es ging wieder zurück zu Toro Rosso und dann kamen diese Momente, die die Formel 1 auch manchmal so richtig geil machen. Schon 2019 dann dieser zweite Platz in Sao Paulo, wo es ja dann dieses Drag Race mit Lewis Hamilton am Ende gab, wo dann der Honda-Motor ganz kurz, ganz knapp natürlich dann noch vor dem Mercedes-Motor gesiegt hat. Legendär, wie Pierre Gasly sich damals gefreut hat am Boxenfunk. Noch legendärer, das war aber dann natürlich 2020. Als Pierre Gasly dann den ersten Sieg hatte im Alpha Tauri, war auch natürlich ein verrückter Rennverlauf, aber trotzdem, was da für Emotionen in ihm herauskamen, das war wirklich ein Gänsehautmoment in der Formel 1, habe ich ihm gegönnt. Und für mich auch richtig krass, seine Performance in der Saison 2021, auch im Alpha Tauri, was er da immer für Qualifyings gerade gefahren hat, immer mal wieder so P4, P5, P6 mal rausgeholt, also P7 war so meistens schon das Mindeste, was Pierre Gasly da aus dem Alpha Tauri rausgeholt hat, natürlich auch sehr, sehr gute Rennergebnisse und von daher natürlich diese Red Bull-Karriere-Knick, der ist schon krass, aber seitdem geht es wieder bergauf. Jetzt hat er sich ja endlich von der Red Bull-Familie getrennt, das habe ich ja gefühlt schon seit 2 Jahren in jedem zweiten Video gesagt, Pierre Gasly, trenn dich von Red Bull, jetzt hat er es endlich gemacht. Bei Alpine, ja, da lief es jetzt nicht von vornherein richtig, richtig gut, aber ich finde, so langsam spürt man auch, dass er in die Spur kommt. Und ich sage hier tatsächlich, vom reinen Talent sehe ich Pierre Gasly über Esteban Ocon. Ich glaube, in Pierre Gasly schlummert noch etwas, was man aber auch sagen muss, was er noch nicht abrufen konnte. Red Bull, die Zeit, die kam wahrscheinlich zu früh für Pierre Gasly. Mal gucken, ob er nochmal so eine Chance kriegt in einem Top-Team. Dann bin ich schon gespannt, was er da noch zeigen kann. Aber jetzt, auch wenn ich sage, das Talent ist höher wie Esteban Ocon, kann ich ihn natürlich nicht in die Kategorie A packen. Das wäre zu krass, wenn man jetzt auch sieht, dass er noch gar kein Fahrer hier in der Tierliste in Kategorie A ist. Muss ich auch sagen, Pierre Gasly mit diesem ein Grand Prix-Sieg, ebenfalls ein Grand Prix-Sieg, das zieht sich hier durch diese französischen Fahrer. Den packe ich natürlich auch in die Kategorie B. Und ich habe leider tatsächlich keinen interessanten Fakt von Pierre Gasly gefunden. Also wenn ihr einen kennt, schreibt ihn doch gerne mal in die Kommentare. Und während ihr euch jetzt überlegen könnt, welches Tierlist-Video ihr euch als nächstes anschaut, lasse ich euch noch alleine mit dem Sound vom damaligen Grand Prix von Italien 2020, als der französische Kommentator im Fernsehen völlig ausgetickt ist, als Pierre Gasly diesen Sieg geholt hat. Zieht euch das nochmal rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France, de nouveau victorieuse en Formule 1. Il l'a fait, Pierre Gasly. Exceptionnel.